your engine. Die Formel 1 ist in Europa angekommen mit dem großen Preis der Emilia-Romana auf der Traditionsrennstrecke von Imola. Und Inga Stracke, die Formel 1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk, ist vor Ort und hat sich heute bereits im Fahrerlager an der Rennstrecke von Imola umgehört. Die große Neuigkeit, Inga Stracke, für den neuen Pitcast, also den Podcast unserer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die große Neuigkeit ist natürlich die Vertragsverlängerung von Carlos Sainz bei Ferrari, der seinen Kontrakt bis Ende 2024 verlängert bekommen hat. Nicht nur das, damit stiehlt er de facto Mick Schumacher die Möglichkeit eines direkten Aufstiegs ins Ferrari-Werksteam. Ich glaube, es erübrigt sich zu fragen, wie die Stimmung bei Carlos Sainz ist nach der Verlängerung, die sich ja schon lange abgezeichnet hat. Die Frage ist ja, was sagt Mick Schumacher dazu, dass der jetzt irgendwie Plan B ziehen muss? Naja, auch für ihn hat sich's abgezeichnet. Ich denke schon, dass er von Anfang an oder relativ früh in diese ganze Sache involviert war oder zumindest davon informiert war. Er hat relativ entspannt dazu reagiert. Ich war in seiner Presserunde dabei, habe mit ihm geredet. Er hat gesagt, Mensch, mein Job ist es hier bei Haas, den bestmöglichen Job zu machen und alles andere wird sich geben, wird sich zeigen. Und er hat eigentlich ziemlich cool und entspannt darauf reagiert. Und das zeigt, dass er entweder weiß, dass sein Weg irgendwie doch noch in die richtige Richtung führen wird oder aber eben, dass er sehr zuversichtlich ist, dass auch das Haas-Team, das ja von bösen Zungen als weißer Ferrari bezeichnet wird, auch seinen Weg gehen wird. Ja, weißer Ferrari, ist das tatsächlich ein Albino Ross, wie ja mittlerweile doch etwas spöttisch gesagt wird? Also ich habe Günther Steiner dazu direkt gefragt und exklusiv. Er hat mir geantwortet, nein. Günther Steiner sagt, so zitiere ich ihn mal, sagt, dass es so nicht ist. Aber lieber haben wir es, dass die Leute Neider sind und halt eben sagen, ja, das ist so, die haben kopiert oder die haben das und das gemacht, als dass wir wie letztes Jahr bemitleidet werden. Das hat er ganz klar und mit einem fröhlichen Grinsen gesagt. Und er sagt auch, die FIA kann bei ihm ein- und ausgehen. Die kommen teilweise und beobachten, wie sie arbeiten, gucken, inspizieren. Und er sagt, die können jede Woche kommen, jeden Tag kommen. Das ist ihm völlig egal. Er hat nichts zu verbergen. Wenn es denn tatsächlich nur ein springendes Pferd in Albino-Ausführung wäre, dann müsste er eigentlich auch weiter vorne fahren. Denn der Ferrari als solcher ist ja momentan doch das überlegene Auto. Und dann müsste ja der Haas eigentlich, auch wenn da zwei nicht so gute Fahrer drin sitzen, wie in leidigen Ferrari, müssten ja der Haas dann doch zumindest mal locker unter die ersten 4, 5 fahren können. Und das kann er ja momentan nicht. Ja, und ich denke auch nicht, dass das jetzt so extrem an den Fahrern liegt, denn Kevin Magnussen sagt schon auch, das Auto ist gut, aber sie haben noch viel Arbeit. Das Gleiche sagt der Mick, also die müssen schon auch noch am Auto arbeiten, dass sie natürlich den Ferrari-Motor im Heck haben und damit jetzt hier auch ein Heimrennen haben. Das bestreiten sie nicht und darüber freuen sie sich auch. Heimrennen, Charles Leclerc kommt als Tabellenführer nach einem sehr, sehr eindrucksvollen Saisonauftakt der Roten. Und alles deutet darauf hin, dass die Strecke und die Streckencharakteristik von Imola Charles Leclerc und Ferrari wiederum in die Favoritenrolle spült, oder? Ja, also er hat ja so ein bisschen, naja, eine nicht ganz so lustige Zeit gehabt in den letzten Tagen über Ostern. Da können wir ja auch drüber reden. Aber ja, ich denke schon, dass er hier als Favorit gilt. Wobei auch Ferrari sagt, naja, so ganz so leicht wird es hier nicht werden. Sie müssen schon auch schauen. Und man kann einfach nicht mehr sagen, wem welche Strecke am besten liegt. Aber sie haben hier keine großen Updates dabei. Aber er freut sich natürlich, er sagt, ich bin total aufgeregt. Wir kommen als WM-Führende hier zum Heimrennen von Ferrari. Wir haben ein schnelles Auto, das eigentlich auf jedem Typ von Rennstrecke ganz gut funktioniert. Und dann greife ich noch mal ein bisschen in die Statistikkiste. Das letzte Mal, dass hier in Imola ein Ferrari-Fahrer gewonnen hat, das war Michael Schumacher 2006. Gleichwohl, glaube ich, führt an diesem Wochenende kein Weg daran vorübergehen, dass Michael Schumacher diesen letzten Ferrari-Sieg verlieren wird. Auch weil Red Bull ganz offensichtlich große Mühe hat, das Auto immer zuverlässig auf allen Reifenvarianten ins richtige Arbeitsfenster der Reifen reinzukriegen. Das Auto ist entweder sehr gut oder hat den entsprechenden Arbeitsbereich der Reifen entweder nie erreicht oder ganz schnell wieder verlassen. Da gibt es eine interessante Aussage von Jake Dennis dazu. Das ist einer von denjenigen Fahrern, die diese
immer im Geheimen stattfindenden Simulatorfahrten während eines Rennwochenendes absolvieren. Das teilt sich bei Red Bull Sebastian Buemi und Jake Dennis, die beiden, die sonst Formel E fahren. Und Jake Dennis ist zitiert worden mittlerweile mit den Worten, dass man viel mehr von diesem sogenannten Race Support, also von dieser Unterstützungsarbeit der Simulatorfahrer und des Backup-Ingenieursteams in der Fabrik brauche, als im Vergleich zum letztjährigen Auto, um den aktuellen Red Bull in dieses richtige Arbeitsfenster hineinzubuxieren. Sprich, das Auto ist deutlich schwieriger abzustimmen, was man vom Ferrari nicht sagen kann. Der Ferrari hat da das deutlich gutmütigere Naturell, ist einfacher in das richtige Arbeitsfenster reinzubringen und hat, wie wir es ja auch im Expertentalk auf Pitwalk TV schon nach Australien gesagt haben, hat einfach ein breiteres Arbeitsfenster und hat deswegen einfach mehr Möglichkeiten in petto für die Fahrer. Ah ja, aber je breiter, egal wie breit das Arbeitsfenster ist, das Auto muss ins Ziel kommen. Das ist ja das Entscheidende. Und da hat ja Red Bull von Anfang an schon ganz schön viel an Punkten verloren und vergeben, eben mit der mangelnden Zuverlässigkeit. Und deswegen wollen die natürlich jetzt hier angreifen. Und Sergio Perez, der sagt, das Wetter könnte eine wichtige Rolle spielen, denn heute schüttet es. Ich bin mit meiner Ski-Daunenjacke so nass geworden, dass selbst die durchweicht war, dass ich trotzdem nass wurde. So sehr hat es hier geregnet. Und es soll die nächsten Tage regnen. Es ist deutlich kühl. Also es ist fast schon, nicht frühlingshaft und nicht italienisch frühlingshaft. Bella Italia nicht wirklich. Und da sagt eben Sergio Perez, es hat auch vergangenes Jahr in Imola geregnet. Wir waren im Nassen unterwegs und da wollen wir unsere Lehren daraus ziehen und ich will mich verbessern. Hat denn der Red Bull einen Vorteil auf Ferrari im Nassen? Ist das, was Sergio Perez meint? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Das wissen wir nicht, wie diese Ground-Effekt-Autos im Nassen sich dann jetzt wirklich verhalten werden. Was aber auf jeden Fall hier ein Punkt ist, sind die Randsteine. Und auch die müssen wir beobachten, wenn es in die Trainings oder ins erste Training gibt. Denn es gibt ja hier erstmal gar kein zweites Training am Freitag, sondern am Freitag Spätnachmittag ist ja gleich schon die Qualifikation, weil wir haben das erste Sprintrennen des Jahres. An drei Grand Prix gibt es ja dieses Sprint Race wieder und diesmal gibt es auch mehr Punkte. Das heißt, es ist aufgewertet worden. Das heißt, auch da wird es nochmal ganz anders sein. Ich bin nochmal gespannt. Auf das Sprintrennen kommen wir bitte gleich nochmal. Ich bin nochmal gespannt, was diese Downforce-Autos mit der Strecke und mit der Gischt anstellen, wenn es denn wirklich ein Regenrennen gibt. Denn diese Diffusoren sind ja dafür bekannt, dass sie aufgrund des massiven Sogeffekts, den sie entfachen unterm Auto, die Feuchtigkeit, das Wasser aus den Poren des Asphalts förmlich hochsaugen, wie so ein Staubsauger, und dann wie eine Nebelwand hinter sich auftürmen lassen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt tatsächlich verhält auf die Sicht, einmal von vorne bis hinten quer durchs Feld oder kreuz und quer durchs Feld, wenn man da wirklich mal mit 20 losgelassenen dieser Downforce, diesen Abtriebsautos fährt, die da eine ganz andere Gischtfontäne aufwirbeln, als das bisher der Fall gewesen ist. War ja bis jetzt schon schwer genug bei den kurzen Diffusoren. Eben, und genau das wird ja hier spannend dann zu sehen, wie das ist. Also ich denke, dass es zum ersten Training und auch zur Qualifikation am Freitag regnen wird. Und es ist auch für Samstag noch Regen angekündigt. Wie es am Sonntag ist, werden wir schauen, was Petrus in der Emilia-Romagna macht. Aber der Sprint könnte dann, also dieses Quali-Rennen, könnte dann schon noch bei regennasser Fahrbahn stattfinden. Ja, also schauen wir mal. Wie gesagt, meine Kristallkugel sagt, es soll am Samstag auch noch regnen. Das Format von diesem Sprint, du sagst, es gibt mehr Punkte. Wie hat sich das geändert? Was hat sich dann noch dran geändert? Ja, es wird im Moment diskutiert. Also ich war in vielen Fahrerpressekonferenzen heute, wo vor allem englische Kollegen die Fahrer gefragt haben, ob sie es denn nicht gerne so wollten, dass das haben wollen, dass das Sprint Race quasi nicht die Startposition für das Hauptrennen am Sonntag entscheidet, sondern eben, dass die Qualifikation am Freitag sowohl die Pole Position für Samstag, als auch für Sonntag entscheidet. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und dann haben wirklich die meisten Fahrer gesagt, das fänden sie klasse, weil sie dann im Sprint Race richtig Gas geben könnten, vielleicht ein bisschen mehr riskieren könnten, um da was rauszuholen, anstatt Angst haben zu müssen, dass sie dann ihren Startplatz für Sonntag damit verscherzen. Wie viel riskiert man denn überhaupt in dem Sprintrennen? Stichwort Randsteine, du hast es gerade schon mal angesprochen. Die sind ja in Imola traditionell sehr hoch. Und jetzt gibt es sogar noch diese komischen Wülste, die sie dahinter gelegt haben. Diese
Ausgeburten, ja, aus gelben Rundungen, die mittlerweile in Mode gekommen sind. Also das kann auch schon mal ein Auto auch nicht annehmen, was da rumliegt an Randsteinen. Ja, also so wie die Randsteine momentan sind, könnte das tatsächlich zu Problemen führen, denn die sind schon deutlich höher und ja aggressiver als wie zum Beispiel in Bahrain oder Saudi-Arabien, aber auch in Melbourne. Und das bedeutet, dass die Fahrer einfach von den Randsteinen wegbleiben müssten. Also wenn man letztes Jahr gesehen hat, da war zum Beispiel, ich glaube, Lewis Hamilton, der da ganz schön drüber räubern musste. Und das wird dieses Jahr nicht gehen. Oder aber das Auto wird vielleicht beschädigt werden. Also auch Alfa Romeo, der Ingenieur Chevy Pujolar, ich hab den Spanier richtig ausgesprochen, der warnt davor, das Auto zu stark umzustellen und eben nicht bewusst über die Randsteine zu fahren, weil sie eben ja damit sich das Auto beschädigen könnten. Das ist von den Ingenieuren gerne mal leichter hergesagt. Die Fahrer vergessen das dann im Eifer des Gefechts meistens doch wieder. Ja. Und das sehen wir dann bei jedem Einzelnen. Ich denke, das werden wir im ersten Training am Freitag sehen. Da wird es dann doch der eine oder andere ausprobieren müssen. Denn dafür sind die Trainings da. Und sie sind dafür da, gegebenenfalls neue Teile auszuprobieren, die ans Auto gekommen sind. Früher war es ja immer so, dass die Europasaison in Barcelona losgegangen ist. Also in dem Industriegebiet von Granollers vor den Toren von Barcelona, genauer gesagt. Und das war früher traditionsgemäß immer der Anlass, das erste große Update-Paket zu bringen mit neuen Aerodynamikbauteilen, mit einem neuen Gesicht, einer neuen Luftführung, auch schon mit anderen Innereien, die ausgetauscht worden sind, die verbessert worden sind. Ist das jetzt auch so? Ist Imola schon die nächste Stufe des Wettrüstens? Sehen die Autos schon sichtlich spürbar anders aus, wie du heute gesehen hast? Naja, so viel habe ich heute nicht gesehen, weil aufgrund des starken Regens jeder in der Box geblieben ist. Selbst zur FIA-Waage, wo man dann manchmal auf dem Weg, wenn sie die Autos durch die Boxengasse schieben, wenn man dort steht, das habe ich heute gemacht, kann man manchmal die Autos schon ein bisschen genauer anschauen. Selbst da hatten sie ihre Regenmäntel über die Autos gedeckt, also war nichts mit gucken. Aber ich glaube nicht, dass die viele Updates haben. Also zum Beispiel auch Ferrari wird hier keine großen Updates haben. Auch ja, Mercedes hat vielleicht ein bisschen, aber insgesamt ist es zum Beispiel auch bei McLaren so, dass die erstmal, so sagt Andreas Seidel auch, erstmal lernen müssen, wie sie das Auto am besten hinkriegen, wie sie aus dem Auto, so wie es jetzt ist, am meisten hinkriegen, um dann erst Updates zu machen, denn es bringt ja nichts, in Anführungszeichen, was zu verbessern, was man noch gar nicht ganz aussortiert hat oder gar nicht ganz versteht. Und ich denke, dass wir deswegen nur bei wenigen Teams das sehen. Abgesehen davon ist natürlich auch dieses komplett andere Format, ja, diese Sprint Race, dann die vielen Unfälle, die wir in diesem Jahr schon gesehen haben und natürlich auch das Budget Cup, also die Budgetübergrenze, die können ja nicht auf Teufel komm raus entwickeln und Updates bringen die ganze Zeit. Die müssen sich wirklich sehr genau überlegen, wann bringen sie was. Sie müssen mit den 140 Millionen auskommen und das ist sowieso schon ein Problem, weil nämlich die Frachtkosten aufgrund der Weltsituation und auch des Kriegs in der Ukraine mehr als doppelt so hoch sind als vergangenes Jahr. Mercedes müsste doch eigentlich ein Update haben. Die wollten doch vorher schon mal eins gebracht haben nach Australien, was sie dann kassierten, weil sie noch nicht ausgereift gewesen sind mit dem neuen Unterboden. Haben die ein neues oder wartet man da auch noch vergebens drauf? Ich werde mal genau gucken, wenn die morgen rausfahren. Aber sagen wir mal so, keiner hat irgendwie groß darüber gesprochen, dass hier auf einmal revolutionäre Teile kämen. Ich denke, bei Mercedes ist auch die Arbeit sehr viel Groundwork, wie man so schön sagt. Es geht dabei vor allem ums Porpoising und da haben wir ja schon zu Genüge drüber gesprochen. Ach so, Mercedes hat ein Update dabei. Erstmal hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Mercedes. Ich habe nämlich was für die Regentage hier in Imola bekommen. Und zwar einen Mercedes AMG F1 W12 E-Performance und einen Mercedes AMG Project One von Lego. Die darf ich jetzt zusammenbauen. Finde ich klasse. Meinst du, du hast so viel Langeweile an diesem Wochenende?
Das weiß ich nicht, aber wenn es regnet, kannst du ja nicht so wirklich schön durch die Gegend spazieren oder im Fahrerlager rumflanieren, um den einen oder anderen zu treffen. Hat man heute schon gemerkt. Ich wollte mit einigen Leuten sprechen, die sind natürlich aus ihren Hütten gar nicht rausgekommen. Carlos Sainz, hast du gesprochen über die Vertragsverlängerung? Jawohl, ich habe ihn gesprochen und er hat gesagt, er hätte ja schon eine ganze Weile gewusst und er hätte wirklich gelacht über vieles, was in der Presse gestanden hat. Und ich habe ihn auch gesprochen. Wir planen ja für die Zeitschrift Victor, für das Magazin demnächst eine große Story über Carlos Sainz, Junior und Senior. Und ich habe ihn tatsächlich ein paar richtig coole Antworten entlocken können, wie er denn so mit der Emotionalität seines Papas umgeht, wie er selber seine eigene Emotionalität, sein Temperament unter Kontrolle bekommt. Sehr spannend. Das wird eine gute Story. Und er ist natürlich in der komfortablen Lage, sich über diesen Zweijahresvertrag nicht nur freuen zu können bis Ende 2024, sondern sich auch ein bisschen aufs letzte Jahr zu berufen, wo er deutlich besser gewesen ist, als alle das eigentlich erwartet haben. Viele haben ja vorab gesagt, Carlos Sainz, das wird ein zweiter Rubens Barrichello, der hält eigentlich nur den Sitz warm für Mick Schumacher und hat ansonsten teamintern nicht allzu viel zu bestellen. Hat im letzten Jahr allerdings im Vergleich zu Charles Leclerc sehr, sehr gut abgeschnitten, besser als man das von Carlos Sainz erwartet hatte. Und auch in diesem Jahr war der Saisonauftakt sehr gut, bis dann dieses problembehaftete Wochenende in Australien kam, wo dann wieder die Unrufe aufgekommen sind, der ist eben doch nur Nummer 2. Ist er nur der Nummer 2 oder kann der tatsächlich mit Charles Leclerc mithalten? Also ich habe nicht das Gefühl, dass er Nummer 2 ist. Er gibt sich auch nicht so, dass er Nummer 2 wäre. Er sagt auch, er hatte nicht die einfachsten ersten 3 Grand Prix und das hätte seine Gründe, warum es nicht optimal gelaufen sei. Aber er habe immer mithalten können. Er sei einige Male der schnellste Mann auf der Bahn gewesen. Und das sagt er, ohne den Namen Leclerc zu erwähnen, aber den schließt er damit noch ein. Und er sagt, wir haben doch noch 20 Rennen. Für mich ist alles drin. Er geht also davon aus, dass er in der Tat bei Ferrari nicht den Adlatus geben muss. Er sagt ganz klar, für eine Stallorder ist es jetzt zu früh. Wir fahren die längste Saison aller Zeiten. Die Autos werden sich verändern. Klar, hätte ich jetzt auch gerne mehr als 30 Punkte Vorsprung. Aber der Rückstand, den ich habe, das bereitet mir keine Probleme und keine schlechten Träume. Wie ist die Lage bei Red Bull? Was sagt Max Verstappen? Was fällt dem ein, um der Ferrari-Dominanz einen P vorzusetzen? Wie gesagt, Red Bull könnte vielleicht ein bisschen auf den Regen spekulieren. Vielleicht hilft ihnen das. Er sagt auch, dass das Duell mit Charles Leclerc ein ganz anderes sei als mit Lewis Hamilton. Und Charles Leclerc hat dazu gelacht und hat gesagt, ja, das ging schon bei den Kartjahren. Immer entweder war er vorne oder ich. Und wir haben uns, das hat er diesmal so ganz offen zum ersten Mal gesagt, der Leclerc, wir haben uns damals richtig gehasst. Und er sagt aber, jetzt ist das nicht mehr so. Und die Kämpfe sind hart, aber fair. Und Max sagt, ein Duell fühlt sich immer anders an, gegen jeden Fahrer irgendwie anders, weil jeder beim Angreifen oder Verteidigen anders vorgeht. Also er sagt, bei ihm, seiner Meinung nach, habe wohl auch der Konflikt zwischen Red Bull und Mercedes eine große Rolle gespielt. Und der geht, so Verstappen, weit über den Kampf auf der Rennstrecke hinaus. Und den sieht er zwischen sich und Ferrari, also zwischen Red Bull und Ferrari, nicht so politisch eskalieren, wie das passiert ist mit Mercedes? Sagt er zumindest nicht. Ja, ist ja auch interessant. Wir erinnern uns, die Red Bulls hatten ja auch mal zumindest mit Toro Rosso auch mal Ferrari als Motorenpartner. Vielleicht sind da auch noch ein paar Freundschaften da. Wer weiß. Sebastian Vettel müssen wir anschneiden, den großen Krisenverlierer von Corona und von Aston Martin. Bei Aston Martin ist ziemlich Ernüchterung eingekehrt. Hat Sebastian Vettel noch Lust? Da gab es ja auch schon mal die Theorie, dass der demnächst ganz im Sack hauen könnte. Also er hat uns schon gesagt, dass es schlimmer nicht werden konnte, als er nach der 4. Runde in Melbourne abgeflogen ist, beziehungsweise insgesamt ist er ja nur, ich glaube, 26 Runden gefahren am ganzen Wochenende. Er ist nach der 4. Kurve abgeflogen, 22 Runden im Rennen ist er gefahren. Aber er sagt auch, Imola ist ein Prüfstein für Fahrer und Autos
Und so sollte eigentlich jede Formel-1-Strecke sein. Auf der anderen Seite sagt er, es sei fast wie so eine Zeitreise in die 80er Jahre. Das fände er ziemlich cool und er freut sich drauf, ins Auto zu steigen. Er freut sich drauf, Gas zu geben und er freut sich drauf und ist gespannt, wie das Sprint-Wochenende in Imola sein wird. Also der wirkt eigentlich sehr motiviert und gut drauf und wir müssen uns einfach daran erinnern, für Sebastian Vettel war Melbourne der Saisonauftakt, so wie für uns alle früher. Der hatte die ersten beiden Rennen wegen Covid verpasst und dass er da am ersten Wochenende sofort einsteigt und das Auto mit einer Pole Position hinfährt, wo wir alle wussten, dass es von den ersten beiden Rennen her eben nicht wirklich gut dafür ist, das Auto. Und das war eigentlich auch klar, auch ihm. Ich finde es interessant, dass du sagst, Vettel lobt die Strecke, findet es gut, dass es da zurückgeht in die 80er, 90er. Das ist eine Tendenz, die wir auch in Mugello schon gehabt haben, als Mugello kurzfristig eingesprungen ist in der Corona-Zeit und auch in Imola beim vergangenen Jahr schon. Das geht quer durch die Bank. Oder gibt es irgendeinen Fahrer, der sagt, die Strecke gefällt mir nicht, ich fahre lieber auf so einem umgebauten Aldi-Parkplatz wie Le Castellet zum Beispiel? Nein, also ich denke, da sind sie alle sehr politisch korrekt. Du wirst, ich glaube, ich heutzutage kaum einen Fahrer finden, der wirklich lauthals und detailliert über irgendeine Strecke schimpft. Also da müssen wir uns im Klaren sein. Ich glaube, das wird es nicht geben. Nichtsdestotrotz scheinen sie alle Imola zu mögen und sich auf dieses Wochenende zu freuen. Und natürlich, auch wenn es hier schüttet und regnet, die Tifosi, die sorgen natürlich auch immer für eine tolle Atmosphäre. Die Fans sind zurück an der Strecke hier. Und auch das wird, glaube ich, für eine tolle Stimmung sorgen. Und einer der Fans hat sich ein besonderes Andenken gesichert in der Zeit vorher, nämlich vom WM-Tabellenführer. Au, oh, du meinst einer der Fans in Italien? Ja, genau. Ja, das ist echt keine schöne Geschichte. Charles Leclerc war in Viareggio unterwegs und mit Freunden, mit seinem Trainer, der witzigerweise Ferrari mit Nachnamen heißt, aber eben nichts damit zu tun hat mit Ferrari. Und ja, die waren unterwegs und dann wurde er von Fans bestürmt, Autogramme zu schreiben und Selfies zu machen. Und irgendwie wurde ihm in diesem Getümmel seine Uhr gestohlen. Und das ist natürlich keine gute Sache, keine tolle Erinnerung, denn es war eine 320.000 Dollar wertvolle Richard Mille Uhr. Und ja, da ist er nicht happy. Schon der zweite, dem das passiert ist, Lando Norris im vergangenen Jahr doch auch bei einem Fußballspiel. Und es war der gleiche Uhrentyp auch, genau. Das war 2020 beim Eurofinale, als er das Wembley-Stadion verlassen hat, also nicht in Italien. Also das Land scheint keine Rolle zu spielen. Fußball, das nächste Stichwort. Es machen Berichte die Runde, dass Lewis Hamilton eine Investition tätigen möchte in den Fußballsport. In der Tat, also ich dachte erst, das ist ein verspäteter April-Scherz, aber nein, es ist wohl tatsächlich wirklich so, dass Lewis Hamilton mit einem Konsortium, dem unter anderem auch Tennis-Superstar Serena Williams angehört, Investitionen tätigen, um Chelsea zu übernehmen. Das Ganze wird wohl von einem britischen Geschäftsmann angeführt und wenn ich dir den Namen sage, Martin Broughton, dann erinnerst du dich da vielleicht an etwas. Der Name klingelt doch vielleicht, oder? Er war doch damals im Umfeld von British American Racing zugange mit Jacques Villeneuve, mit Jenson Button, oder? Ganz genau. Der war erstmal früher Präsident von Liverpool FC und auch vom Tabakkonzern BAT. Und okay, die sind ja 99 mit BAR, British American Racing, in die Formel 1 eingestiegen. Im Moment ist ja Roman Abramowitsch der Hauptbesitzer oder der Eigner von dem Club und ja, ob der ist quasi verhindert. Ja, der hatte Chelsea für 2003 für, ich glaube, umgerechnet 150 Millionen Pfund gekauft und jetzt ist der Club aber inzwischen 2,5 Milliarden Pfund wert. Und wir haben das Chelsea-Logo schon mal in der Formel 1 gesehen. Nämlich vor einigen Jahren waren die auf dem damals noch als Sauber bekannten Schweizer Team auf dem Auto drauf.
Also es ist übrigens, Bernie Ecclestone und Flavio Briatore haben ja auch die Queen's Park Rangers mal gekauft, 2007. Also das ist alles nicht so ganz neu. Und aber eben mit 10 Millionen Pfund werden sowohl Hamilton und Serena Williams den Club nicht kaufen können. Aber Hamilton will das ja auch nicht ganz kaufen, sondern wenn das alles durchkommt, dann will er kein stiller Teilhaber sein, sondern offenbar eine aktive Rolle übernehmen in seinen ganzen Bestrebungen um Diversität, Gleichheit und Inklusion. Ist das schon ein Schritt von Hamilton raus aus der Formel 1? Denn das wird ja auch immer wieder Gerüchte zu sagen, der hört jetzt irgendwann langsam mal auf, hat sicher auch keine Lust mehr, sich bei Mercedes jetzt dieses Jahr daran zu tun und dann auch von George Russell entzaubert zu werden. Ist das schon die Exit-Strategie? Nö, das sehe ich so nicht. Also ich kann mir beim Besten, der hat ja Racing-Fieber, der ist ja heiß drauf, jetzt es allen zu zeigen, der hat eine Rechnung offen, das sagt er ja selber. Und ich kann mir beim besten Willen keinen Lewis Hamilton vorstellen, der aus dem Auto aussteigt, aus der Formel 1 aussteigt, um dann in irgendeinem Fußballstadion im VIP-Bereich zu stehen und das Spiel anzugucken, um dann, keine Ahnung, sich für die Inklusion einzusetzen. Nein, das ist, glaube ich, eher andersrum. Ich glaube, dass er immer mehr, wie auch Sebastian Vettel übrigens, haben wir ja auch jetzt in einer der nächsten Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, die Sebastian Vettel Nachhaltigkeitsgeschichte, so wie Sebastian Vettel eben seine Rolle als aktiver Formel-1-Pilot einsetzt, um eben bei Menschen Aufmerksamkeit zu erwecken, um eben dieses Thema an die Leute zu bringen. Genauso will auch Lewis Hamilton seine Rolle als aktiver Formel-1-Pilot einsetzen, um eben hier für seine Themen sowohl in der Formel 1 und dann eben auch im Fußball einzustehen. Wird sich aber nach wie vor noch einsetzen als Mercedes-Fahrer und das Feld nicht George Russell da kampflos überlassen, meinst du? Davon gehe ich aus. Ich muss mal gucken, wenn ich mein Lego Speed Champions Mercedes Formel 1 Auto zusammengebaut habe, dann werde ich gucken. Nein, ich brauche gar nicht mehr gucken. Ich kann es dir sagen, es steht die Nummer 44 drauf. Dann sind wir mal gespannt, was die 44 und was Mercedes ausrichten kann gegen die scheinbare Übermacht mit dem Upgrade, was sie gebracht haben. Du bleibst für uns am Ball am Wochenende in Imola und wir hören uns am Sonntagabend, vielleicht am Montag wieder mit dem Podcast, mit der Nachbetrachtung vom großen Preis von Imola. Danke, dass du dabei gewesen bist. Inga Stracke vor Ort in Imola tagsüber gewesen, heute an der Rennstrecke. Danke, dass ihr draußen dabei gewesen seid beim Podcast hören. Wir machen jetzt weiter mit dem Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da ist nämlich an diesem Wochenende Druckabgabe. Gibt es noch eine ganze Menge zu tun, sodass das Heft dann rechtzeitig zum Tanz in den Mai bei allen Abonnenten ankommen wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Freut euch auf die nächste Ausgabe und freut euch auf den nächsten Pitcast mit Inga Stracke, die sich dann auf der Nachberichterstattung von Imola wieder melden wird. Dankeschön. Arrivederci.